Vitamin D ist in den letzten Jahren zum großen Shootingstar unter den Vitaminen geworden. Warum? Laut dem aktuellen Ernährungsbericht hat rund jeder zweite Österreicher sowie jeder zweite Deutsche einen Vitamin D-Mangel. Vitamin D gilt daher als sogenannter Risikonährstoff. Deshalb sollte man gerade in den Wintermonaten auf den Vitamin D-Status achten. Was ist Vitamin D? Vitamin D ist das einzige Vitamin, das der Körper selbst bilden kann. Deshalb ist Vitamin D streng genommen gar kein Vitamin, sondern die Vorstufe eines Hormons. Wie wird Vitamin D im Körper hergestellt? Durch Sonnenbestrahlung. Damit wir das lebenswichtige Hormon produzieren können, benötigen wir allerdings eine bestimmte UVB-Strahlung. In unseren Breitengraden reicht die Sonneneinstrahlung aber außerhalb der Sommerzeit nicht aus, um in der Haut genügend Vitamin D zu erzeugen. Das ist beispielsweise für unsere Knochen besonders ungünstig. Denn diese benötigen Vitamin D für die Einlagerung von Calcium und Phosphor. So spielt Vitamin D eine wichtige Rolle bei der Erhaltung normaler Knochen. Außerdem unterstützt Vitamin D unsere Muskeln und Zähne. Nicht vergessen sollte man auch den positiven Einfluss von Vitamin D auf unser Immunsystem. Wie kann ich Vitamin D aufnehmen? Der Vitamin D-Bedarf eines Menschen wird zu über 80% von der körpereigenen Synthese über die Haut abgedeckt. Das heißt, die Sonne ist unsere wichtigste Vitamin D-Quelle. Für eine ausreichende Versorgung empfiehlt der österreichische Ernährungsbericht, zwischen April und September täglich für ca. 10 Minuten Gesicht, Hände und Arme unbedeckt und ohne Sonnenschutz der Sonne auszusetzen. All diejenigen, die sich nicht der Sonne aussetzen, sollten auf eine Vitamin D-reiche Ernährung achten. Aber aufgepasst, Lebensmittel sind für die Versorgung mit Vitamin D zweitrangig und meist nicht ausreichend. Bis auf fettreichen Fisch und Leber enthalten die meisten Nahrungsmittel nur geringe Mengen des Sonnenvitamins. Wie viel Vitamin D braucht der Körper? Um die Versorgung sicherzustellen, sind laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 800 sogenannte internationale Einheiten pro Tag nötig. Es ist kaum möglich, diese Menge Vitamin D über eine normale Ernährung aufzunehmen. Und für die körpereigene Synthese müssen alle Voraussetzungen bezüglich der Sonnenexposition erfüllt werden. Das ist in unseren Breitengraden nicht ganzjährig möglich. Deshalb ist Vitamin D eine der wichtigsten Nahrungsergänzungen unserer Zeit. Wir empfehlen, den Vitamin D-Status untersuchen zu lassen. Denn laut österreichischem und deutschem Ernährungsbericht ist zur Sicherstellung der Vitamin D-Versorgung ein Vitamin D-Präparat notwendig. Achten Sie auf Ihre Gesundheit!